Oh, es leben noch zwei. Es ist ein Finale. Das holen wir. Das holen wir. Der wird irgendwo im Gebüsch hocken. Da. Ja! Yes! Hey Leute, warte hier, willkommen zu einem weiteren IO-Spiel. Dieses Spiel ist so ein bisschen wie PUBG oder Fortnite, jetzt den neuen Modus. Also wir landen gleich auf der Map, da sind andere Spiele auf der Map, da sind überall Waffen und wenn man stirbt, ist man tot und ihr kennt das Prinzip bestimmt. Und das ist wieder die goldene Regel, es gibt zu allem auf der Welt eine Roblox-Version, eine Minecraft-Version und ein IO-Spiel. Ich würde gerne looten. Ich würde gerne looten. Da ist eine Waffe. Da ist eine Waffe. Looten. Looten und leveln. Das muss drin sein in einem Spiel. Und ich habe eine Waffe. Okay, und hier ist noch eine Axt. Die brauche ich nicht. Was nützt mir eine Nahkampfwaffe? Ist doch egal. Okay, ich laufe jetzt einfach mal. Noch mehr Munition. Okay, es leben nur 12 Leute. Das sind die richtig wenig Leute. Okay, da ist einer. Ersten getötet. Ersten getötet, hatte keine Chance. Und direkt hochgehalt. Yo, okay. Ah, ich krieg da Schaden. Ach, es gibt eine rote Zone. Es gibt eine rote Zone. Das ist dann wirklich wie PUBG. Ah, okay. Und ich habe meine Waffe, glaube ich, weggeworfen. Jetzt dafür eine Waffe eingesammelt, für die ich keine Munition habe. Ich bin dumm. Die rote Zone, okay, es gibt eine rote Zone, natürlich. Ach, wie dumm von mir, dass ich das nicht gecheckt habe. Ich dachte, das haben die nicht eingebaut. Hier ist eine Nahkampfwaffe, oder? Oder eine Granate? Oh, okay, für die habe ich 15 Schuss. Könnte reichen, könnte reichen. Oh, hier ist eine bessere Waffe, hier ist eine bessere Waffe. Okay, okay, ich habe 20 Schuss. Ich muss die sinnvoll einsetzen! Oh, ich bin gestorben, aber ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Deswegen beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Okay, in der Runde eben, die ihr nicht gesehen habt, weil die zu schlecht war, habe ich gelernt, dass man sich in den Bäumen... Oh, ich habe eine Waffe. Dass man sich in den Bäumen verstecken kann. Oh, das ist eine bessere Waffe. Looten und leveln. Das muss drin sein in einem Spiel. Komm, ich mach erstmal den Platz. So, den haben wir platt gemacht. So, und mein Ziel am Anfang ist es erstmal, so weit wie möglich in den Norden zu kommen. So wie jetzt. Denn jetzt gehört mir ja der gesamte Loot, der oben irgendwo rumliegt. Also alles, was oben liegt, weil die Zone wird ja immer kleiner. Und wenn ich oben lang gehe, gehört mir halt aller Loot, der hier ist. Es sei denn, hier ist jemand anderes. Da, der zum Beispiel. Den können wir aber platt machen. Oh, verfehlt. Okay, den habe ich voll getroffen, aber jetzt brauche ich erstmal Platz und muss mich irgendwo heilen. Okay, es gibt ja auch Heilkisten. Ich muss jetzt eine Heilkiste suchen. Ich habe schon zwei Kills, hier ist eine, perfekt. Sehr gut, ich brauche aber noch eine Heilkiste. Shit, ich brauche irgendwas. Hier, noch eine Heilkiste, cool. Jetzt brauche ich aber noch ein bisschen Munition. Ich habe nur 5 Schuss. Ich brauche 2 Treffer, um Gegner kalt zu machen. Ich weiß, dass da im Norden einer ist. Ich gehe richtig taktisch ran. Ich will wirklich Paluten zu Ruhm und Ehre verhelfen. Weil Paluten das verdient hat. Abonniert Paluten. Verdammt, ich hab nur 5 Schuss. Oder, da. Da, da, ja, ja. Ich muss nochmal treffen, ich muss einen Safe treffen. Oh, verfehlt! Okay, Triple Kill. Das war dumm, ich hab voll Schaden gekriegt. Jetzt habe ich noch 3 Schuss und brauche wieder Heilkisten. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viele auf der Map. Okay, den machen wir auch kurz. Put! Yo, 4 Kills. Wir haben 4 Gegner ausgeschaltet von 14 Spielern insgesamt. Jetzt leben noch... Es lebt noch einer! Nein! Ich muss ihn treffen. Nein! Oh, das war das Finale! Es war das Finale, ich habe zu langsam gedrückt. Das war das Finale! No! Wir waren so gut! Wir waren so gut, die Taktik war richtig, die Taktik war richtig. Oh Gott, was machst du? Was, oh Gott, was macht meine Figur? Okay, was ist hier drin? Überraschungspaket. Ah, das ist das Schild. Ich hab jetzt ein Schild, okay. Hier ist Munition, nehme ich mit. Hier ist Leben, nehme ich nicht mit, aber merke ich mir von der Position. Jetzt gehe ich nach oben und schlachte alles ab, was ist. Und hier ist auch eine Waffe. So, da unten war auch noch einer. Da. So, gut, dann nehme ich nochmal Leben. Ich regeneriere dann. Okay, hier ist nochmal eine Waffe und Munition. Ist die gut? Ich glaube, die Shotgun ist schon besser. Oh! Der hatte sich versteckt! Der hatte sich im Baum versteckt. Was, ist das ein Team? Als ob die ein Dreierteam gemacht haben. Als ob, wie kann das erlaubt sein? Aber es ist auch die Regel. Es gibt nicht nur zu jedem Spiel eine Roblox-Version, eine Minecraft-Version, ein IO-Spiel. Es gibt zu jedem Spiel irgendwelche Assis, die glauben, dass es irgendein ESL-Game ist und man da richtig gut spielen muss. Oh, der hat einen Shotgun. Aber der ist da oben mit ganz wenig Leben. Haben wir? Wir haben nichts verloren dabei. Perfekt. Oh. 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 Yes, der hat einen Shotgun, ich habe ihn fertig gemacht. Sauber, noch 7 Schuss. Kern ist doch nach unten gelaufen. Wo könnte der denn sein? Wo könnte der denn sein? Hier ist eine Fragezeichenkiste. Okay. Munition aufgesammelt. Yes, den haben wir auch. 3 Kills schon gemacht. Yo, ich zerstöre hier wieder alles. Ich werde wieder ins Finale kommen. Fühle ich. Ich fühle das Finale. Ich bin hier unsichtbar. Guckt nur meine Waffe raus. Sorry. Oder ich gehe mal Richtung Mitte der Zone und verstecke mich dann da irgendwo. Oh, da ist einer. Da sind 2.
Eingeholt. Nein! Oh nein! Ich habe zu spät gesehen, dass er eine Shotgun hat. Ich habe ihn gut getroffen, aber ich habe einen Schuss verfehlt. Ich habe von 14 Spielern auf der Map 5 ausgeschaltet. Damit! Dass man sich verstecken kann, ist ein richtig dummes Feature. Das ist viel zu overpowered, jetzt mal ganz ehrlich. Kannst du theoretisch verstecken, warten bis ein paar Kämpfen in der Mitte und dann einfach abstauben. Werde ich gleich die nächste Runde machen. Nächste Runde werde ich versuchen, nur einen einzigen Kill zu machen, damit zu gewinnen. Ich werde mich einfach schön verstecken in der Mitte, an Schönheit mit einer Waffe. Und dann, wenn alles vorbei ist, einmal pam und das Spiel entscheiden. Oh, ich habe keine Munition mehr. So viel zu meinem Plan. So viel zu meinem überragenden Plan. Ich brauche jetzt ganz schnell eine Waffe. Eine Armbrust. Besser als nichts. Oh, hier ist eine richtige Waffe. Oh, es hat geklappt. Nein, ich habe keinen Schuss mehr. Ich gehe mal auf Killjagd irgendwie. Weil ich meine, Campen ist ja mega langweilig. So, wer soll das machen? Ach, die hat 0 Schuss. Okay, ist meine Waffe. Hier habe ich einen Schuss. Ich weiß nicht, ob es besser ist, eins zu haben als 0. Von einer Waffe, die nichts kann. Und er hat eine Waffe und ich hab ultra... Okay, Spiel, danke. Danke für die Lags. Ich wollte eh nicht gewinnen. Dankeschön dafür. Richtig nett von dir. Danke, Spiel. 10 von 10. Mit Lags gewinnen wir es jetzt. Mit nur einer Nahkampfwaffe. Nur Nahkampf mit Lags. Kein Problem. Okay, hier irgendwo ein Gebüsch. Wird einer drin hocken. Hier. Oh, da hat wirklich einer drin gehockt. Wow! What? Das ist ja so übel, die hockt einfach hier in diesen ganzen Gebüschen. Oh, es leben noch 4 Leute. Und da unten haben zwei gekämpft, oder? Da ist noch keiner gestorben von. Oh, wir sind unsichtbar. Wir sind unsichtbar. Ich bleib hier im Gebüsch. Ich bleib hier erstmal im Gebüsch. Das ist nämlich richtig mittig. Ja. 4 Kills gemacht. Mit der Camper-Taktik zwar, aber 4 Kills gemacht. Es leben noch 3 Leute, also mit mir noch 2. Und da unten lief einer lang. Ich glaube aber, die haben geteamt. Ne, haben sie nicht. Okay, hat er eine Waffe? Ich hab mich kurz aus den Augen verloren. Er hat sich jetzt oben irgendwo versteckt. Hier im Gebüsch. Nee. Da. Oh! Ja, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Paluten war der Beste. Mit 6 Kills auch noch. Ich habe von 25 Leuten 6 Gegner ausgeschaltet. Nahkampfwaffe geht hier richtig ab, wenn man weiß, dass sich die Gegner nur verstecken. Alter, können die alle nicht aimen? Die können... Nee, nee, keiner von denen kann irgendwie aimen. In irgendeiner Welt. Ultra schlecht. Oh, da ist noch einer. Ah, Gott, da ist noch einer. Hilfe, 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 Hilfe. Gott, leck. Die Waffe ist gut zum Verstecken. Also der Hammer oder die Axt sind gut zum Verstecken. Ich bin echt unsichtbar hier. Ich legge ultra hart, ich legge ultra hart, ich legge ultra hart. Ich legge ultra hart. Okay, ich wechsle die Lobby. Ich wechsle die Lobby. Ich gehe mal auf was Europäisches. Oh, es leben noch 2. Es ist ein Finale. Das holen wir. Das holen wir. Der wird irgendwo im Gebüsch hocken. Da. Ja! Yes! Hier, man wird wirklich ein bisschen besser mit der Zeit da drin. 21 Schuss für die Waffe. Okay, die sollten wir behalten. Ich lege aber gerade, ich kann gerade wieder nicht richtig laufen. Okay, die Waffe hier ist kacke. Die ist zu groß, kann man sich nicht mit verstecken. Hier oben muss noch irgendeiner sein, oder? Oh! 10 Schuss, aber eine gute Waffe. Ich nehme, glaube ich, 21 Schuss. 21 Schuss ist einfach krass. Darf ich, glaube ich, nicht wegwerfen. Hier, 7 Leute leben noch. Ich glaube, es wird wieder ein Win für Paluten. Nahkampfwaffen sind echt nicht so verkehrt. Ich dachte erst, die wären voll schlecht, aber sind gar nicht so verkehrt. Oh, hier, schön. Ich sehe noch 4 Leute. Wenn die Lags mich jetzt nicht umbringen. Hallo, ich laufe nach oben. Danke, danke, danke. Oh. Ultra mich leben, ultra mich leben. Ich brauche schnell was zum Heilen. Ich habe ihn aber auch fast fertig gemacht. Also, der wird auch irgendwo hingehen zum Heilen. Hier oben war doch nur was. Oh, crap. Ich brauche schnell eine Heilkiste oder so. Irgendwas zum Heilen. Oh, das. Ah, das war der von eben. Oh, wo ist der letzte? Ach, die hatten alle wenig Leben. Dammit. Okay, das ist jetzt wirklich das Finale, egal wie es ausgeht. Es macht süchtig. Immer wenn ich spiele, sage ich, okay, noch eins. Obwohl es ultra laggt. Es ist ultra das laggige Spiel. Ich will nicht 2 dafür. Ich will nicht 2 für diese schlechte Waffe. Da, besser. Dann habe ich das ein und hier vorne sammle ich noch Munition ein. Und dann habe ich jetzt 36 Schuss. Sehr gut. Ich glaube, es sind Power-Ups. Ich habe einmal mehr Laufgeschwindigkeit und einmal mehr Schaden gekriegt. So, hier noch Munition, Leben. Ja, wir sind richtig am Start gerade. Komm. Ja, erwischt. Dann nehmen wir die Waffe mal. Und jetzt brauche ich echt ein bisschen Regeneration. Ich habe wieder zu hart gekämpft. Ich hätte mich mehr verstecken sollen. Ich habe zu hart gekämpft. Ein Hit entscheidet jetzt alles. Oh. Dammit, okay. Aber Leute, wie findet ihr das Spiel? Findet ihr es spaßig? Ich würde sagen, okay, ich würde es auch gerne spielen. Und wenn es euch gefällt, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Und ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen, weil ich glaube, Daumen nach oben sind wieder wichtiger geworden auf YouTube. Deswegen, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis dahin.
und ciao. Boom, 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 boom.